Ja, wir sind immer noch im Kapitel 6.2. Es geht immer noch um VLANs und wir haben uns ja im letzten Video ein bisschen darum gekümmert, was sind eigentlich VLANs, wofür brauchen wir VLANs, wie erstelle ich überhaupt VLANs, wie verwalte ich die? Und in diesem Kapitel wollen wir jetzt nochmal einen kleinen Ausflug wagen in ein konkretes Anwendungsbeispiel. Also wie werden VLANs eigentlich in der Realität eingesetzt? Wir werden uns dabei mal um das Thema Voice over IP kümmern. Voice over IP, also das Telefonieren über IP-Netze, dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Und einer der wesentlichen Gründe ist ganz einfach, dass wir einfach keinen Medienbruch mehr haben. Soll heißen, wir benutzen dieselben Leitungen, dieselben Kabel, sowohl für die Sprachkommunikation als auch für die Datenkommunikation. Wir verwenden darüber hinaus auch eine einheitliche Technologie für Daten und für Telefonate, nämlich IP als Protokoll. Und wir verwenden die Paketvermittlung, also keine Leitungsvermittlung, wie wir es vorher hatten, sondern die reine Paketvermittlung. Wir haben auch noch die Möglichkeit, verschiedene Zusatzdienste zu implementieren, neben Voice over IP, sowas wie Video Voice over IP oder Fax over IP oder auch das Thema CTI, also Computer-Telefon-Integration, wo wir eben verschiedene Zusatzdienste über unseren Computer mit dem Telefon koppeln können. Dazu kommt auch, dass wir noch Hardware sparen können. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass wir Software-Telefone einsetzen können. Der eine oder andere kennt das vielleicht von Skype. Auch Skype ist letzten Endes nichts anderes als eine Software, die uns eben die Möglichkeit bietet zu telefonieren. Und da gibt es auch noch verschiedene andere Softwarelösungen, die wir da einsetzen können, anstelle von unserem klassischen Hardware-Telefon. Wenn wir uns dazu entscheiden, Voice over IP zu verwenden, dann gibt es natürlich verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Zum einen brauchen wir eben einen sogenannten Vermittlungsserver, der eben dafür sorgt, dass unsere Datenpakete, die jetzt als Telefongespräch entstehen, eben von unseren Hard- oder Software-Telefonen in Form von IP und damit auch in Form von IP-Adressen auf tatsächliche klassische Telefonnummern übertragen werden. Also dass unsere IP-Telefonie auch mit der klassischen Telefonie eben zusammenspielen kann. Plus wir müssen dafür sorgen, dass unsere Netzwerkinfrastruktur eben stimmt, soll heißen, die Protokolle müssen unterstützt werden und wir müssen einen bestimmten Quality of Service einhalten. Wir müssen also dafür sorgen, dass unsere Datenpakete auch mit einer entsprechenden Qualität, eben speziell für die Sprache, übertragen werden können. Wir machen jetzt erstmal nochmal einen kleinen Rückblick auf das, was wir nämlich schon kennen. Diese Ansicht haben Sie in dem letzten Video schon gesehen. Wir haben hier drei VLANs, die jeweils verschiedene Rechner beinhalten. Also die klassische Aufteilung zum Beispiel unterschiedlicher Abteilungen. Ja, wir haben ein VLAN zum Beispiel für den Vertrieb, ein VLAN fürs Marketing, ein VLAN meinetwegen für den Vorstand. Und wir haben darüber eben die Möglichkeit, unsere Rechner logisch zu segmentieren, auch sicherheitstechnisch voneinander abzugrenzen. Wir übertragen dieses Beispiel später nochmal auf das Thema Voice over IP, schauen uns jetzt aber nochmal die besondere Voraussetzung Quality of Service an. Wenn wir also Daten in unseren IP-Netzen übertragen wollen für die Sprache, haben wir bestimmte Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Quality of Service bedeutet eben, dass unsere Daten in einer bestimmten Qualität über das Netzwerk fließen müssen. Normalerweise ist es so, dass Datenpakete nach dem Best-Effort-Prinzip übertragen werden. Soll heißen, alle Daten, die übertragen werden, sind mehr oder weniger gleichberechtigt. Das kann bei Voice over IP funktionieren, wenn ich das in Kombination mit einem Datennetzwerk mache, muss aber nicht zwangsläufig funktionieren. Deswegen immer im Hinterkopf behalten, Voice over IP erfordert eben eine möglichst schnelle, möglichst fehlerfreie, störungsfreie Übertragung von unseren Sprachpaketen. Also wenig Paketverluste, möglichst wenig Einfluss durch Jitter, den Begriff haben wir ja auch schon kennengelernt, möglichst wenig Verzögerung bei der Datenübertragung, damit eben unsere Sprache, unsere Gespräche auch wirklich so ankommen, wie sie auf der Absenderstelle losgeschickt werden. Möglichkeiten gibt es verschiedene, die wir da haben, wie wir das Ganze realisieren können. Die eine Möglichkeit ist eben Quality of Service durch eine Inhaltserkennung. Also wir schauen, was sind das für Pakete. Und wir priorisieren bestimmte Pakete in unserem Datenverkehr. Das soll heißen, wir erkennen, das ist ein Sprachpaket. Wir setzen ein bestimmtes Tag im Header von diesem Datenpaket. Und das wird dann eben entsprechend über die verschiedenen Vermittlungspunkte erkannt und priorisiert. Das ist ein bisschen aufwendiger, auch was die Verwaltung betrifft. Und wenn man möchte, kann man sich das eben auch ein bisschen einfacher machen. Man kann nämlich getrennte Voice- und Daten-VLANs einsetzen. Soll heißen, wir erstellen uns einfach virtuelle LANs, einmal für die Datenübertragung und einmal für die Sprachdatenübertragung. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie das jetzt in diesem leicht modifizierten Beispiel dargestellt ist. Wir haben wieder unsere drei VLANs, nur haben wir jetzt nur noch zwei eben mit Rechnern drin und ein weiteres VLAN, wo jetzt rein die Telefone drin sind, also ein reines Voice-VLAN.
Wenn man sich jetzt Voice-over-IP-VLANs mal genauer anguckt, hat man natürlich verschiedene Vorteile dadurch. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, genau wie es bei Daten-VLANs auch der Fall ist, dass wir Broadcasts eben nur in unserem eigenen VLAN lassen. Wenn man das Ganze mal umdreht, kann man natürlich auch sagen, okay, alle Broadcasts, die in unserem normalen Datennetzwerk entstehen, zum Beispiel für DHCP oder ähnliche Dienste, die betreffen eben unser Voice-VLAN an dieser Stelle nicht mehr. Wir haben also eine reduzierte Netzlast in unserem Voice-VLAN an dieser Stelle. Weiterer Vorteil, wir haben keine Beeinträchtigung, wenn jetzt zum Beispiel an unserem Rechner ein größerer Datendownload vonstatten geht. Würde das jetzt alles innerhalb von einem Netzwerksegment, von einem VLAN geschehen, könnte das natürlich auch unsere Voice-Datenübertragung entsprechend ausbremsen. Noch schlimmer, ich habe einen Rechner, auf dem ist ein Software-Telefon und da starte ich jetzt einen großen Download. Da kann man sich schon vorstellen, die Kapazität für die Sprachdaten ist dann eben entsprechend gering, weil der Download natürlich auch eine bestimmte Bandbreite beansprucht. Weiterer Vorteil, wir können das Ganze einfacher administrieren. Wir haben getrennte Netze, wir können uns auf der einen Seite nur um die Voice-Pakete kümmern und wir können uns auf der anderen Seite nur um die Datenpakete kümmern. Ein gleiches Beispiel oder ein ähnliches Beispiel, wie wir schon bei dem Download eben gesehen haben, wir können Bandbreiten begrenzen. Das heißt, wir haben eine Gesamtbandbreite, die gilt für das gesamte Netzwerk. Und wir haben eben Bandbreiten, die wir auf die verschiedenen VLANs aufteilen können. Wir können also sagen, unser Voice-VLAN bekommt eine größere Bandbreite als zum Beispiel unser Daten-VLAN. Ebenfalls eben schon angesprochen, Thema DHCP, wir können auch verschiedene oder getrennte IP-Adressbereiche verwenden. Wir können auf der einen Seite sagen, unsere Telefone bekommen einen bestimmten IP-Adressbereich zugewiesen in einem Klasse C-Netzwerk meinetwegen. Und unsere normalen Rechner für die Datenübertragung bekommen eben IP-Adressen zugewiesen aus dem Klasse B-Netzwerk zum Beispiel. Also wir können auch dort verwaltungstechnisch das Ganze viel besser aufteilen. Und letzten Endes haben wir natürlich auch das Thema Datensicherheit. Wir können durch die Segmentierung eben dafür sorgen, dass bestimmte Protokolle nur in einem bestimmten VLAN unterwegs sind und haben damit eben auch eine Möglichkeit, auf den Sicherheitsaspekt entsprechend einzugehen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Nachteile. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich jetzt Hardware-Telefone anschaffe, dann brauche ich ja jeweils einen neuen Netzwerkanschluss, nämlich einen Anschluss für meinen Rechner und einen Anschluss für mein Telefon. Das ist nicht ganz so der Fall. Ja, wir sehen das hier in einem dargestellten Beispiel. Wir haben also einen Router, das ist quasi unser Vermittlungsserver, der auf der einen Seite eben mit dem klassischen Telefonnetz verbunden ist und auf der anderen Seite mit einem Switch. Und an diesem Switch hängen jetzt eben sowohl unsere Telefone als auch unsere Rechner. Und man kann das an diesem Beispiel schon sehen. Die Telefone haben in der Regel, wenn ich den Hardware-Telefone einsetze, haben in der Regel einen eingebauten Switch, der eben dafür sorgt, dass ich mit einem Anschluss, mit einer Leitung eben sowohl mein Voice-VLAN als auch mein Daten-VLAN bedienen kann. Das Ganze wird also durch diesen Switch innerhalb des Telefons durchgeschleift zu meinem Rechner hin. Ja, also wir haben an dieser Stelle auch wieder zwei VLANs, nämlich einmal für unsere Rechner und einmal für unsere Telefone. Das Ganze geht dann eben nach dem Switch über einen VLAN-Trunk zu unserem Vermittlungsserver und von dort eben entsprechend entweder weiter in unser internes Netzwerk oder eben in das öffentliche Telefonnetz. Dieses Durchschleifen durch das Telefon kann allerdings auch einen Nachteil birgen, denn letzten Endes ist eben die Bandbreite, die unserem Rechner zur Verfügung steht, immer abhängig von dem integrierten Switch in dem Telefon. Das soll heißen, wenn unser Telefon maximal 100 Mbit zur Verfügung stellt, wir aber ansonsten eigentlich ein Gigabit Ethernet-Netzwerk betreiben, dann kommen bei unserem Rechner, also quasi am Arbeitsplatz, auch nur 100 Mbit an. Das Beispiel, so wie es da dargestellt ist, jetzt nochmal in einer etwas anderen Ansicht. Das ist nämlich genau die Ansicht, um die wir uns auch in unserem Praktikum kümmern werden. So heißen, wir werden in einer Simulation auch mal ein Netzwerk aufbauen mit verschiedenen VLANs und dabei eben dann auch darauf eingehen, dass wir dort auch für einen Voice-VLAN sorgen können und für einen Daten-VLAN sorgen können. Und genau das werden wir uns dann eben in unserem Praktikum nochmal genauer anschauen.